So, und da sind wir schon wieder bei der dritten Folge, die wir bauen. Und ich glaube, mit meinen 5 Folgen war ich etwas sehr großzügig. Wir können vielleicht auf 10 erweitern. Aber mein Gott. Dafür haben wir ja das ganze Glas hier gefarmt. Ups. Wie schnell die Stacks doch alle sind. So, jetzt hole ich mal schnell einen Stack Cobblestone. Damit wir das da vorne auch hinkriegen. Viel unnötige Brennerei wieder, ich weiß. Gehört aber auch zu Minecraft dazu, dass wir einfach mal unnötig in unserer schönen Stadt herumrennen. Und wer jetzt meint, dass diese Bahnstrecke ja die ganze Umgebung verschandelt, irgendwie hat er recht. Ist aber sehr RL-getreu, muss man sagen. Denn wir haben ja auch irgendwie die Eigenschaft, alles, was irgendwie natürlich und schön ist, zu verschandeln. Indem wir ICE-Strecken dadurch bauen, Autobahnen oder es mit irgendwelchen Fabrikgeländen zupflastern. Demnach recht hat er. Es passt aber. Das ist auf jeden Fall Tales of Symphonia. Also wie gesagt, das Ding hier wird komplett eingemauert. Soll massiv wirken. Machen wir es hier noch ein breiter. Ist natürlich doof, dass wir da das eine Stellwerk umstellen mussten, weil wir da nicht an den Knopf kamen. Überall sonst klappt das. Wir machen das jetzt einfach mal wieder rückgängig hier. Einfach damit es symmetrisch aussieht. So. Jetzt das gleiche. Dass hier drin quasi eine Art kleine Kammer entsteht. Wie viele Eingänge habe ich hier? 2 Felder, okay. Ich hoffe, mit dem einen Stack komme ich hin. Sieht nämlich nicht danach aus. Ups. Na, leider nicht. Und da geht die Rennerei schon wieder los. Aber bevor wir jetzt weitermachen, schließen wir jetzt erstmal den Rest hier an. Dass ich das hier anschließen muss, tun wir hier massive Blöcke erstmal hin. Obwohl, was muss ich denn hier anschließen? Stimmt doch gar nicht. Was rede ich hier für einen Scheiß? Können wir genauso Halbblöcke draufstellen wie überall sonst. So. So. Eins, zwei, drei,
passt perfekt. Genauso wollte ich es haben, über die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier geht es auch symmetrisch aus. Das ist doch schön, mehr wollte ich doch gar nicht. Hier haben wir 3. Hier haben wir 3. Auch das ist schön. Hier am Rand könnten wir auch noch eine Fackel hinstellen eigentlich. So, und wir laufen jetzt auf dem Rückweg einfach mal das Dach ab. Holen uns allerdings noch ein paar Fackeln. So. Ups. Wer jetzt meint, ich soll doch mal irgendwie lustige Blödsinn hier unterwegs machen. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, was man denn hier Lustiges machen könnte, um die Unterhaltsam-Bar-Dingskeit zu steigern. Aber mir fällt nicht wirklich was ein, weil das ist hier wirklich einfach nur primitivste Art von Arbeit. Aber wir kriegen das jetzt fertig. Immerhin laufen wir ordentlich hin und her. Springen auch mal zwischendurch. In ganz rhythmischen Abständen. So. Jetzt nehme ich einfach mal einen Stack Fackeln mit. So. Jetzt haben wir auch schon wieder so ein bisschen mehr Inventarplatz frei. Ups. Gerade geleckt und schon hat man uns in die Wand geschubst. In der Theorie könnte ich jetzt das Futter eigentlich auch mal hier lassen. Das hilft uns eh nicht wirklich weiter. Oder auch die Schaufeln. Das Schwert. Das ist Clearstone. Da. Ach, wir hatten sogar noch ein bisschen... Ach ja, stimmt, das haben wir gerade von da gerumpft. Ja, schlecht aussehen tut es nicht mal mit den Fenstern da, das sieht doch... Das sieht sehr passabel aus. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich weiß nicht, ob man da später noch irgendwelche Gewächse dran setzen kann, wie zum Beispiel Ranken. Die eigentlich hier das Fenster runterwachsen, aber die möchte ich dann auch nur an bestimmten Stellen platzieren. Weil ansonsten, wenn ich das jetzt die ganze Strecke rüber mache, ist die Aussicht dann komplett im Arsch. Um es mal in ganz einfachen Deutsch zu sagen. Hm. Und hier werden natürlich auch Fackeln reingehangen. Das meine dann noch hier. Eine hier, aber die mache ich dann erst, wenn wir hier am Ende, okay. So. Wieder zählen. 2, 3, 4, 5. Auch hier geht das wunderbar auf. Und an sich sollte jetzt ein wunderbar zu allen Seiten hin gleichschenkliges Gebäude entstehen. Ja, und ich denke, da kann man nicht meckern. Das sieht jetzt ganz passabel aus. Und jetzt machen wir mal erstmal das Stückchen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder der Mond, der da vor den Wolken aufgeht. 4, 5, 6. So, und jetzt hier kommt eh so einer hin, weil man jetzt ja den Abstieg mit einplanen muss.
Ups. Was ist das jetzt? Das hat am Anfang so schön ruhig angefangen. Ja, ich denke, das ist auch wieder etwas zu unruhig. Ich schmeiße es mal kurz auf der Liste. So, ist raus. Das geht ja ganz flott auch alles. Einmal hören wir uns jetzt komplett halt an. Danach nie wieder. Also habt ihr auch zumindest die anderen Titel einmal gehört. Was natürlich auch ein Vorteil ist. Lol. Schwertübung. The Wind Waker. So. So, jetzt haben wir da vorne die Kammer, hier die Kammer. Und natürlich die Kammer des Schreckens, die dürfen wir auch nicht vergessen. Wo die nochmal war, habe ich vergessen. Irgendwo im Keller von Hogwarts, wenn ich mich nicht irre. Das war da, wo man nur mit dem Klo hinkommt. War das das Klo, wo er sich runtergespielt hat? Ich weiß das gar nicht mehr, schon ewig her, dass ich mal Harry Potter geguckt habe. Obwohl, ich bin ja überlegen, mir dieses Jahr die Blu-ray Collection dann zu kaufen. So, da packen wir jetzt hier die drauf. So. Ah, da habe ich jetzt eins zu weit ja. Wir hätten eine Axt mitnehmen sollen. Aber nein, ich brauche ja keine Axt. Wozu brauche ich Äxte? Wahrscheinlich sitzt der auch schon, oh Gott, jetzt mit seinem Stumpen pult er da das Holz wieder raus, anstatt eine Axt zu benutzen. Das Lied kann bleiben, das ist schön. So. Und so. Dezember ganz im Motto der Bahnbau, des Bahnbaus, so. Hier ist auch noch einer drauf. Und das gleiche auf der Seite nochmal. Schon. So. Theoretisch könnten wir in der Mitte auch einen dünnen machen, aber... Ach nee. Aua. Ah, Krampf in der Flosse. Ich wedel mal kurz meine Hand durch die Luft. Das sieht jetzt richtig albern aus, während ich hier was abbaue. Ah! Eieiei. Ja, jetzt ist der aber raus. Obwohl, es tut immer noch weh. Wenn es innerhalb der nächsten 20 Minuten nicht besser wird. Ja. Dann unterbreche ich einfach. Dann geht's nicht anders. Bei mir geht sowieso alles irgendwie schon kaputt. Die Frage ist, habe ich jetzt hier auch normales Holz? Dann ist ja dann eins zu früh. Nö, hier war nur... ein dicker hin. Wahrscheinlich passt das gleich von der Strecke. Und hier geht es auch wunderbar durch. Ja, und damit haben wir das erste, ich sag mal, die ersten 20% der Strecke geschafft. Jetzt kommt das lange Stück und dann noch auf der anderen Seite das kurze Stück hier. Und dann haben wir es. Aber erstmal unterbreche ich jetzt kurz.